Der Marc von Business Wien ist hier und bei mir steht die Jenny. Jenny, grüß dich. Hallo. Hallo, Jürgen, grüß dich. Und die Jenny hat auch noch zwei Freunde mitgebracht. Ich filme euch mal einmal ganz kurz. Das sind die zwei Mädels da dabei. Hallo. Die leisten da Unterstützung aktiv. So, Jenny, du hast schon ein bisschen gehabt. Du machst wieder eins. Nein, passt. Aber du hast eine Narbe. Ja, die Narbe ist... Okay. Nein, die Narbe, das ist schon ein bisschen älter. Nein, das war einfach eine Entzündung. Okay. Aber das ist eigentlich länger her und das war dann... Vollkommen wurscht. Ja. Kann man trotzdem machen. Zum Glück. Ich kann mal Schritte zu mir her. Ja. Okay, ich dachte nämlich, du hast schon ein paar Leute gesehen gehabt. Nein, das ist von Haut, das gibt mir auch. Mhm. Umso besser. Aber so kleine Sachen kann man auch wirklich auch in Verlabungen werden. Hier sind also viele Fragen, ob das geht. Die Antwort ist ja, das geht. So. Dann. Ja, wir mal vorbereiten. Willst du Glitzersteine haben? Ja. Ja, in weiß, in rosa oder in blau? Weiß. Woran bist du? Zwei Sterne oder eine Sterne? Zwei. Oben, unten? Ja. Ja, ist schön. Glitzer. Glitzer. Ja. Was sagt ihr zu Männern mit Bauchnabelpiercings? Geht gar nicht. Du stehst nicht drauf, oder? Okay, ich ziehe alle in den Kopf. Nein, es ist sehr spannend. Ich hatte nämlich heute wieder eine Wahl mit Bauchnabel. Das habe ich noch nie gereicht. Ich auch einen Mann. Das ist nur ein Sitzspiel oder so. Also ich habe dann auch so kurz... Und nicht oft, oder? Das ist aber die Geschmacksfrage gefragt, warum, wieso, weshalb die anscheinend die Freundin auch eins und sie finden es schön, wenn beide am Strand laufen und er auch eins hat. Ja, warum nicht? Du, weißt du nicht, ne? Aber es ist Geschmacksfrage, aber es ist selten, sehr selten. Ich kam nur gerade drauf. Ja. So, darf ich dich erbittet? Ja, genau. Soll ich das irgendwas einfach so? Genau, perfekt. So, gut. Ganz, ganz schön. Das ist meine Hose, die mag ich, ja? Weil die, die Pferde. Nein, das Gute ist bei dir, was auch lustig, das ist, glaube ich, das gewöhnen wir jetzt an. Es wird ein Running Gag, ja? Nein, Spaß beiseite. Die ist eben jetzt tief genug und ist ein bisschen flexibel. Wichtig ist, ich kann irgendwann mir dafür spawnen, wir sehen, Highway ist bis hier oben. Natürlich, die habe ich dann ohne Gürtel, ohne alles nach Hause gehen lassen, weil das geht. Das habe ich aber also schon gesehen. Ganz wichtig, das ist wirklich wichtig, da muss man echt aufpassen. Ich habe extra drauf geachtet. Du meinst, die Leute wissen das, die schauen jedes Video und dann kommen sie und dann, ach, scheiße, ich vergesse einen Tag, du stehst morgen auf. Vergisst du auch. Ja. Genau. Also Highway ist wirklich die nächsten, wenn du ehrlich willst, ich meine, ja, zwei Wochen mindestens, wenn es 4 bis 6 Wochen nicht trägst, wird es besser. Sowas wie das geht natürlich. Also wie gesagt, dieses, da hast du dich, da hast du aber nicht längst 10 gehabt oder was. Aber das ist echt schon länger, so. Aber es sieht wirklich bei den anderen Kunden, das auch gerade eigentlich genau gleich aus, die hat eben ein verstorbenes Bauchnabelpiercing, also sie wird doch mit 110 ist. So. Sieht wirklich aus wie ein verstorbenes Nabelpiercing, ist aber vollkommen wurscht. Ich werde unterhalb der Nadel sein. Ne? Also das die Kugel, ich gucke jetzt bei dir, das wird vielleicht so machen, wäre natürlich toll, wenn die Kugel uns das ein bisschen länger kaschiert. Ja. Ich möchte es aber nicht deswegen extra lang stecken. Wenn ich es jetzt extra lang irgendwie mache, dann wird es auch ein Käse. Mhm. Dann kriegst du nämlich hinterher keinen Schmuck mehr. Mhm. Ach, schau mal, unser Mikrofon. Alle, die denken, der Ton ist scheiße, ja. Liegt daran, dass er jetzt gleich besser wird, weil jetzt der liebe Marc das Mikrofon versteckt. Ah, der Ton ist besser. Ja. Da war noch was. So, gut. Marvel gezeigt, ja, Frauen und Technik. Ne? Aber das ist, wenn drei Frauen da sind, dann versagt die Technik schon wieder. Ja. Das ist immer die Frau. Das geht immer die Frau. Ja. Stimmt. Du, mir ist sowas nicht passiert bis jetzt. Ne? Seid ihr da und schon geht's los. Ne? Sag ich einfach ja. Auch ein Video machen? Du willst auch ein Video machen? Ja. Ist klar. Ja, oh Gott. Ja. Das bin ich schon als Star. Du bist jetzt schon wirklich richtig krass gefilmt. Ja? Ja. Das muss halt jetzt passen. Du hast echt einen lustigen Bauchnabel. Der ist so, also irgendwie süß, ne? Der ist so ein bisschen schräg, so ein bisschen verschoben. Ja? Und ich erkläre es dir nur, warum ich dir das sage, wegen wenn du in den Spiegel schaust. Ich möchte dir zwei Sachen erklären, warum die Kugeln, die untere später nicht genau in der Mitte wirken wird, weil der ein bisschen versetzt ist. Dreh dich mal gerade um. Da guck mal so im Spiegel das Ganze an. Ich meine. Also die innere, weil das ist mir wieder was 15, das Spiegel auch. Bei dir ist so, die
Du siehst eben jetzt hier, dass die Nabelmitte, die Rundung, eigentlich auf der Seite ist. Mhm. Und oben sind wir eigentlich mit dem Punkt auf der Seite. Das heißt, der eigentliche Nabelbogen oben ist mehr hier. Das heißt, der Nabel gehört eigentlich irgendwie so. So gehört der her, dass er gerade ist. Ja? Jetzt können wir natürlich nicht wegzaubern. Ich möchte natürlich trotzdem im Nabelbogen, im oberen Bereich, gerade stechen. Aber dann wirst du, wenn die Kugel eben liegt, wirst du hier noch ein bisschen was vom Bauchnabel sehen. Das ist also normal, das kann ich nicht wegzaubern. Okay? Das ist aber nichts Schlimmes. Und ich bin jetzt von der Länge wirklich ganz hoch gegangen, wie es geht. Wir werden mit der Kugel das eigentlich zu 90% abdecken. Okay? Nur wenn ich jetzt noch einen Millimeter höher gehe, wäre es zwar vielleicht besser, aber dann sind wir zu lang. Und dann ist es mit dem Schmuck dann den Ärger. Ja? Okay, lass mich noch einmal kurz bitte kontrollieren. Das passt. Ja, ich würde es bitte so lassen. Also ich würde es auch von der Form vom Nabel genauso machen. Das passt so. Gut. Also, dann. So, warte noch kurz. Wie kam es denn auf uns? YouTube. Also ich habe halt Piercing Studio gesucht und dann habe ich auch die Videos gesehen und so. Das hat mich eigentlich am meisten angesprochen. Schön. Ist das Wien? Ja. Das ist ja geschickt. Wir haben ja viele Kunden, die auch von wirklich von Mayen herkommen. Aber wenn einer aus Wien ist, tut er sich natürlich leicht. Dann ist immer ganz lustig, die Kunden, die aus Wien sind, und irgendwie nicht schneiden, dass wir in Wien sind. Obwohl der Kanal schon direkt für Wien heißt, das ist eigentlich logisch. Aber. Soll ich jetzt nochmal anrufen? Ja, genau. Also sollen wir schon mal schauen, was oben drauf steht. Oder mal bis zum Ende gucken. So, du darfst dich herlegen. Kopf hoch, Beine runter, klar. Dann haben wir es einigermaßen. Es gab schon welche, die wollen es andersrum machen. Dann zwei weiße Steine haben wir gesagt. Oben und unten. Ja, aber du musst. Zwei weiße Steine waren, ne? Mhm. Oh, ich kann nicht hinschauen, ich muss auch. Du kannst auch nicht hinschauen. Doch, ich finde das so. Ja. Nein, das schaffst du nicht, weil ich bin ja von oben noch. Ach so, okay. Und. Aber ich kann dich beruhigen, du hast zwei Videos davon. Du wirst es dir früher oder später anschauen können. Ja, bei ihr im Gleichstand und bei mir, wenn es online kommt. Okay, jetzt bist du, wenn ich beide fünf mache. Nein, aber ich finde es doch schön. Also bitte nicht drei Videos. Drei Videos am Schluss. Nein, bitte, tut euch keinen Zwang an. Ja, wir können euch noch eine von meinen Mitarbeiterinnen. Soll ich noch meine Mitarbeiterin fragen? Die auch eine Kamera. Ja, das ist kein Problem. Ich soll auch noch filmen. Ich weiß was. Ach, meine. Du kannst auch machen. Wie gesagt, also alles. Alles erlaubt. So, sollen wir es denn so viel gefilmt, sollen wir es dann extra langsam stechen? Nein, nein, ganz, oder ganz schnell. Mit Blut. Ja, das wäre am besten. Ich weiß nicht, ob ich so machen. Das schaffst du. Ein Special Effects einbauen, weißt du? Nein, nein, nein. Nein. Ich mach mal einen Horror-Movie. Ja. Nein. Und wir stimmen einfach ab. Wer ist dafür? Da bin 3 ich zu weg. 1, tut mir leid. Also, hab's nicht gesehen, hab alle drei die Hand gehoben. So. Gut. Nein, Jenny, alles gut. Ich zitter gerade. Nein, das schaffst du. Schaffst du schon. Also, Spaß beiseite. Alles das gut. Nicht du ganz tief. In mir drin bin ich doch ein Lieber. Ganz gut. Ganz tief. Aber nur ganz tief drin. Nur ganz tief. Ich würde das tritt jetzt so vor. So, da, los geht's. Gut. Let's go. Kameras an. Ja. Fährt man den nicht auf Play gedrückt, wieder auf Rec gedrückt. Ich schau nur durch die Kamera, ich kann das nicht im Real Life sehen. Bleib ganz ruhig. Also ganz locker bleiben erstmal. Brauchen ein paar Sekunden überhaupt Startler zu werden. So. Und dann sind wir auch schon durch. Das war's. Atmen nicht vergessen. Vergiss nicht atmen. So, wir haben schon. Vergiss nicht atmen, siehst du so schön. Alles okay? Mhm. Atmen nicht vergessen. So. Du hast es geschafft. Leben wir noch? Ja. Schon ziemlich gut. Du hast kein T-Shirt drunter oder sowas, gell? Dann gebe ich dir ein kleines Pflaster, weil das ist mir ein bisschen zu faulig, zu fußlich. Okay. Mhm. Also lass es kurz oben, bis wir fertig sind, und dann gebe ich dir. Das ist so ein Pulli, da will ich die nächsten Tage bitte nur mit Baumwolle drunter ziehen, dann ziehst du ein Shirt drunter. So, Jenny, wir haben es geschafft. Wie geht's dir? Ja? Ja. Sicher? Ja. Gut. Also, wenn du dich fit fühlst, darfst du dich gerne aufstehen. So. Einmal vom Spiegel gehen.
Und wie gefällt es dir? Sehr gut. Zeig mal. Zeig mal. Ja? So. Nein, es ist super schön geworden. Ich hole jetzt mal die Kamera her. Jetzt müssen wir kurz nochmal ganz kurz sehen, was wie wo hier wirklich ist. Und da sieht man jetzt nochmal eben das Problem, das ich mir vorgestellt habe, dass der Nabel eben ein bisschen mehr nach rechts geht, aber das siehst du kaum noch mit dem Piercing, weil es wirkt trotzdem gerade. Und die obere Narbe ist komplett weg, das wird kein Mensch mehr sehen. Schau. Das ist quasi Jackpot, ne? Haben wir alles geschafft, was wir wollen. So, gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt erkläre ich dir mal die Pflege, die Nachbehandlung. Kurze Frage mal an dich, wie war es denn? Was? Ja, also ich habe es mir wirklich still noch vorgestellt, aber das ist schon klar. Aber ein erstes Piercing, oder? Im Leben, oder? Ja. Ja, es ist halt natürlich klar, wenn das erste Mal gepierst irgendwie, da ist, du kannst noch nicht greifen, du hast noch keine Ahnung, was wirklich auf dich zukommt. Aber ich glaube, du hast das super geschafft und es hat sich gelohnt, hoffentlich für dich. Ja. Von der Pflege her, wir brauchen Pondolin-Spray und Gel, das kriegst du bei uns im Studio. Das gebe ich jetzt gleich. Erster Schritt ist natürlich, dass du die Hände wäschst und desinfizierst. Wenn die Hände sauber gewaschen und desinfiziert sind, nimmst du den Pondolin-Spray. Also vorher bitte gar nicht hingreifen, das heißt tagsüber an den schmutzigen Fingern in der Uni oder Schule oder was immer du machst, bitte den Finger weglassen, nicht an hingreifen. Dann nimmst du den Pondolin-Spray morgens und abends, das reicht zweimal am Tag. Die nächsten drei Wochen zweimal am Tag und dann drei Wochen einmal am Tag, das ist sechs Wochen am Stück. Nimmst den Pondolin-Spray, sprüh dir von dem einfach so zwei, drei Sprühe auf den Bauchnabel drauf. Lass den Spray einfach mal nach dem Einsprühen kurz einwirken, 30 Sekunden. Dann nimmst du den Küchenroller, machst die feucht. Versuch, in diesen Zwischenbereich zu putzen, da ganz gut putzen, oben auch. Unten in die Tiefe rein bitte nicht putzen, weil da bist du viel zu viel Vorschub, ist nicht gut. Zweiter Schritt wäre dann Pondolin-Gel zu nehmen, Dosierspitze abschneiden, dann damit einfach einen Tropfen auf den Finger legen und von diesem Tropfen oben unten auftragen und den Piercingstab danach sanft vor und zurück bewegen. Drei Wochen, wie gesagt, zweimal am Tag, dann drei Wochen, einmal am Tag. Haare färben beim Friseur erlaubt, in der Badewanne, in der Dusche nicht, weil die Farbe runterläuft, in der Badewanne kommt dann mit Milchfleisch. Haare waschen und duschen und Sport morgen erlaubt. Solarium, Sauna, Dampfbad, Therme, Spa im Allgemeinen drei Wochen bitte nicht. Gut. Fragen? Nein. In sechs Wochen kommst du zu mir, bitte mir drauf. Dann lassen wir das Thomas Bissing an. Machen einen neuen kürzeren Stecker rein, das war's. Okay. Gut. Dann machen wir mit Wasser drauf. Und du würdest versprechen, keine Heilungsdosen. Das war's. Gut. Habt ihr noch Fragen, ihr Lieben? Nee. Nein, alles war. Und wer ist als nächstes? Ja, Freiwillige? Nein. Warum habt ihr Piercings? Nein. Warum nicht? Du hast eigentlich schon eins. Ich hab gar nichts. Das hat mir gereicht. Echt jetzt? Komisch, warum? Ja, nein. Nein, na gut. Ihr müsst ja nicht. Alles gut, ich zwinge ja niemanden. Ja, wir haben ja zum Glück in der glücklichen Lage, dass wir nicht sehr genug zu tun haben. Also ich muss euch nicht zwingend überzeugen oder irgendwie vollquatschen, dass euch ein Finger stecht. Wir wissen eh nicht, wohin mit Kunden. Hast du Piercings? Ob ich Piercings habe? Das ist die große Quizfrage hier drin. Ne? Ja, ich habe keine mehr. Also ich hatte mal Zunge und Ohren und sowas, aber das ist alles mittlerweile draußen. Weil einfach viele fragen, warum. Mittlerweile ist es mein Markenzeichen, mein Credo zu sagen, ich habe nichts mehr drin, weil es die Leute auch einfach mehr anspricht. Ja? Du, auch bei euch, wenn jetzt hier einer steht mit Schwermetall im Gesicht, du kriegst einfach ein bisschen Angst vor den Leuten. Ja. Und wir haben auch oft dieses Klischee, denken natürlich auch Mütter, oder Omas, die mitkommen, besorgte Eltern, die dann sagen, oh je, und um Gottes Willen, das ist einfach ein Thema. Für eine Frau muss man sagen, wenn ich eine Frau wäre, hätte ich sicherlich das ganze Opfer mit Maria Tesh Piercings, ja, hoch und runter. Meine eigene Frau hat da auch irgendwie die halbe Kollektion drin. Das sieht auch einfach geil aus, aber das ist bei einer Frau, wenn ich das als Mann mache, sieht es auch wieder aus wie ein Kasperl-Theater. Ja. Was ist dann als Mann? Stechen irgendwo, wenn du seriös wirken willst. Das, ja, ja. Septum ist alles zu alt. Ne? Mhm. Also mit 20 was anderes, als wenn ich jetzt hier irgendwie mit 40 dann irgendwie die Piercings ins Gesicht habe. Also von dem her. Ja, ist es wirklich so? Nein. Deswegen bin ich der Piercer quasi ohne Piercings. Das ist halt auch. Hat auch Markus. Ja. So, noch Fragen? Nicht mehr. Dann sage ich mal danke an dich fürs Stechen und fürs Video. Danke an euch fürs Zuschauen mitführen, dann können wir noch kurz zu dritt, zu viert ein. Jenny muss mir rüber. Servus, tschüss, Baba, bis zum nächsten Mal.